Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Ich bin hier gerade am Sitzen und da möchte ich immer gerne aufstehen, weil ich habe gerade mein Buch gelesen und jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, ob das wirklich für uns irgendwelche Auswirkungen schon hatte. Nee, hat's nicht. Wir sind komplett... Ja, wir haben ein bisschen... Wir steigern uns die ganze Zeit fähigkeitsweise, aber so wirklich helfen tut uns das leider nicht. Gucken wir mal schnell, ob da offen ist. Ja, jetzt ist offen. Hallo? Hallo, werte Händlerin. Gott behüt dich. Ich würde gern was verkaufen. Aber die kauft... Was können wir bei der kaufen? Honig, ja, so lauter Zeug. Wassermelone. Oh, wie exotisch. Met? Ja, die hat eigentlich gar nichts für uns. Dorfgesellschaft hier. So. Okay. Ganz kurzer Blick noch aufs Questlog. Also, die Wege des Herrn... Am Abend in der Schenke sollen wir uns mit dem treffen und der Tanz mit dem Teufel, das ist ganz schön weit weg. Aber wir wollten mit dem Kräuterweib sprechen. Komm, das ist jetzt doch genau die Gelegenheit für uns. Wir interessieren uns doch die ganze Zeit schon so mehr oder weniger letzten Endes für diese ganze Geschichte mit der Kräuterkunde. Jetzt auch. Ich finde, das hat auch für uns jetzt so mal ein bisschen, nicht Priorität, das jetzt eher nicht. Ich glaube, unser Zwerg Heinrich ist da schon eher so, dass er sagt, naja, er versteht, dass es da Vorteile gibt, wenn du das kannst, ja. Dass es da durchaus vielleicht oder den einen oder anderen Nutzen geben kann. Wir wollen ja besser in der Waffenkunst werden. Vielleicht helfen uns Tränke ja insofern auch ein bisschen. Hier wächst überall Mohn im Übrigen, ist mir gerade aufgefallen. So. Ein ganz schön dichter Wald. Aber ein schöner Wald. Also ich finde den Wald hier herrlich. Okay. Hier läuft jemand. Wer bist du? Ein Wanderer. Na gut, lassen wir dem Wanderer mal seines Weges gehen. Und hier irgendwo... Das ist ein echt schöner Wald. Hier, glaube ich, müssen wir rein. Schaut doch gut aus. Hier ist ein kleines... Eine Art kleines Hütchen. Nein, oh. Nicht Hütchen, das ist so ein Felsvorsprung. Da würde ich einen Hinterhalt planen, er wäre genau hier. Das ist ja die perfekte Stelle für einen Hinterhalt. Oh schön, so ein kleiner Weiher. Wir gehen jetzt hier mal selber los und lassen unser Pebbles mal hier stehen. Ist das irgendwas für uns? Ich würde gerne noch ein bisschen so die... ein paar Meter selber gehen. Auch in der Hinsicht, dass wir sagen wollen, wir wollen auch gerne mal hier gucken, ob wir nicht noch irgendwas finden, was wir vielleicht selber auch noch mitnehmen können. Weil jeder... Ganz ehrlich, die Idee, ich sage jetzt nicht Hexe, aber ihr wisst, was ich meine, wird natürlich auch im Besitz eines Alchemietisches sein, wo wir dann auch daran ein bisschen üben können. Salbei. Na gerne aber. Alchemietisch. Nein, ich will mich nicht setzen. Ach, Hallöchen. Na, wertes Kräuterweib? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Frag, was du willst, Junge. Was war der hinkende Heinz für einer? Wer das Schwert ergreift, soll durchs Schwert sterben. Wundert mich nicht, dass er so geendet ist. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? An dem war alles verdächtig. Hab einen großen Bogen um ihn gemacht. Okay.
Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Woher soll ich das wissen? Hätte sein können. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Weiß nicht. Ich gehe nie ins Wirtshaus. Ins Wirtshaus, okay. Das ist alles. Danke. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Mhm. Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Oh oh. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschice wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Okay. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Hm. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Oh, ich hab da schon eine Idee für. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ganz bestimmt. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Mhm. Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Und was war das? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, ach so, ja. Die weiß nicht... All das Geschwätz... Die Salbe... Okay. Ich möchte etwas anderes wissen. Ich habe genug gehört. Okay. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Mhm. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erklär dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Möge Gott über dich wachen. Heidentum haben wir gelernt. So, aber bevor hier irgendwas passiert, wollen wir den Alchemietisch mal aufsuchen. Und ein kleiner Ofen. Backofen oder sowas. Also man muss sagen, die hat es hier schon schön, auch mit den Hühnern. Die hat sie hier in so einem kleinen Stall. Ah, ist schon gut gemacht, ist schon echt schön. Hier so an einem Hang gebaut, ein bisschen vor der Witterung geschützt. Ich meine, wenn es da regnet, so läuft da die Brühe auch rein. Aber was willst du tun? Schlafen? Nee, wollen wir nicht. Da ist das heilige Gerät. So, was haben wir hier? Einen Retterschnaps. Okay.
Topak. Hochgiftig. Okay, aber wie viele Rezepte haben wir? Retterschnaps? Okay. Einmal Brennnesseln. Wir haben nur den Retterschnaps. Wir hätten doch eigentlich diese Flugsalbe auch haben können, oder? Ja, das ist ja cool. Jetzt warte mal. Okay. Da sind die Substanzen. Die Zeit. Mörser und Stößel vielleicht sogar noch. Okay. Tiegel. Also pass auf. Wir probieren das jetzt mal. Haben wir Brennnessel? Mal ganz kurz schauen. Salbei haben wir. Brennnessel bräuchten wir noch. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir haben ja im Pferd unheimlich viel Zeug. Brennnessel haben wir. Und was war das andere noch? Weiß nicht, ob Salbei war. Mal schnell schauen. Brennnessel und Tollkirsche. Ah, Tollkirsche haben wir, glaube ich, nicht. Ich will die Retterschnaps-Dinger eigentlich nicht haben. Mein Plan war jetzt eher, das quasi einfach nur zu üben. Distel. Ringelblume. Ja, nee. Ist Quark. Okay, dann können wir damit noch nicht viel anfangen. Dann müssen wir halt erst auf die Suche gehen. Aber so ein paar Fliegenpilzchen und so weiter. Ich meine, das ist ja auch für Kräuterkunde so wichtig, ne? Vielleicht entdecken wir natürlich auch dadurch wieder was. Johanniskraut. Vielleicht finden wir auch hier tatsächlich... Die hat es ja hier hergestellt. Das heißt, die Zutaten müssen ja auch irgendwie hier entstanden sein, ja? Brennnesseln zum Beispiel, klar, in jedem Garten, wer kennt's nicht? Augentrost. Ich nehm's mal mit. Wer weiß, wo uns das, wo wir das mal eines Tages brauchen werden. Mal so zwei von allem. Auch wenn das jetzt immer... Ich würde das halt viel lieber so wegsnacken. Was ist das hier? Löwenzahn, ja, kann man mal mitnehmen. Was ist über hier? Noch mehr Löwenzahn, ja, okay. Löwenzahn, Brennnessel. Noch mehr Brennnessel. Johanniskraut, okay. Na gut, momentan finden wir hier zumindest noch im Prinzip nichts mehr. Wir können ja nochmal hier gucken. Was ist das denn? Ein Steinpilz. Oh, das ist super. Nehmen wir natürlich auch nochmal welche mit. Wäre mal wieder Zeit, eine Runde zu jagen. Vielleicht mit unserem neuen Freund, dem Hans. Ja. Der, mit dem könnte man mal wieder eine Runde die Wälder unsicher machen. Ja, auch nochmal so ein paar Pilze. Oh, Schimmerling, okay. Wie gesagt, unser Ziel, immer zwei mitnehmen. Und die Kräuterkunde ist ein Update, aber das wird uns wahrscheinlich nichts bringen. Genau, die brauchen wir mindestens auf 5. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Ziel, jetzt alles auf 5 zu bringen. Wirklich nicht, weil ansonsten wären wir wahnsinnig. Ihr werdet wahnsinnig, weil ihr die ganze Zeit zuschauen müsst, wie mein Zwerg Heinrich sich nach unten bückt, um irgendwas aufzufangen. Aber wir gucken weiter, das Questlog, Tanzen mit dem Teufel. Wir sollen die Mädels hier befragen. Na dann, Pebbles. Auf geht's.
Schade, dass das mit der Alchemie nicht so ganz funktioniert hat. Aber irgendwann werden wir auch noch unsere ersten Tränke brauen und vielleicht unsere Waffen mal irgendwie in irgendeiner Form vergiften. Weiß ich nicht. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass wir sowas tun würden. Unsere Pfeile vielleicht in Schlaftrunk oder sowas. Oder vielleicht das Essen von unseren Widersachern mit Fliegenpilzen füllen oder sowas in die Richtung. Könnte mir vorstellen, dass das durchaus... Wenn die nicht aufpassen und alle schlafen, so ein Banditenlager räumst du natürlich am einfachsten so aus, ne? Warte mal, wir sind doch völlig falsch. Wir sind in Thalmberg. Da haben wir doch gedacht, die Burg kenne ich doch irgendwo her. Ach, wieder verlaufen. Dann lernen wir jetzt noch ein bisschen reiten. Aber oldschool. Irgendwo da müssen wir dann rechts, das geht aber auch noch. Nee, da noch nicht. Irgendwo hier führt dann Weg nach rechts ab. Und dann müssen wir einfach laufen. Da. Was? Wow. Nope. Bin ich raus. Kumanen! Ich konnte jetzt auch nicht mehr aufs Pferd aufsteigen. Boah! Da es sind viel zu viele. Also gegen die alle kann ich noch nicht gewinnen. Vor allem nicht mit meiner Waffenstufe. Die jetzt weg, weil abgehauen oder? Da unten läuft noch einer. Rossajem vagy rossz időben. Okay. Wir nehmen mal ein paar Sachen mit. Den Schnaps lasse ich liegen. Oh. Na komm. Ist er, haut er ab?
Der haut ab. Okay, den lass mal laufen. Oh, ich krieg gerade das Baldrian. Ja, den brauchen wir jetzt. So. Dann plündern wir den nächsten noch hier weg. Apfel und Haube Groschen, auch wieder ein paar. Das Zeug ist halt auch die Hölle wert, ne? So. Warte mal ganz kurz, ich würde gerne die Waffe noch aufheben. Den für, also bei einem Waffenmeister oder sowas kriegen wir mit Sicherheit heiden Geld dafür. Und der hat ja auch irgendwas in der Hand gehabt, oder? Sorry. War keine Absicht. Gut, also das haben wir jetzt sauber gelöst, finde ich. Erstmal was essen. So. Boah. Was? Mein Pferd ist voll. Und das, obwohl wir hier tatsächlich 0,0 aufgerüstet waren. Fällt mir gerade so ein. Agilität 7 haben wir halt echt gar nichts, ne? Kettenhaube. Warum nicht? Gibt uns auf jeden Fall nochmal ordentlich Schub. Ein bisschen bessere Armschienen. Gut, die Reiterstiefel, die kumanischen, werde ich mit Sicherheit nicht anziehen. Und den Kafkan auch nicht. Diese Haube auch nicht. Geht aber auch nicht. Den Lederwams könnte man anziehen, noch drüber. Beinlinge. Nee. Ach so, geht wieder nicht, ne? Schwarz-weiße Kugel, die ist aber auch ziemlich durch. Ja, jetzt ist unser Pferd auch wirklich komplett voll und wir sind auch voll. Also es wäre jetzt an der Zeit, gerade mal die Waffen und so weiter bei einem richtigen Schmied auch abzugeben. Jetzt weiß ich bloß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob wir in Uschitze, ob da tatsächlich jemand ist, der auch Richtung Waffenmacherei oder sowas sich begeistern kann. Das schaut aus wie ein Badehaus oder sowas in die Richtung. Hier ist aber auch nochmal irgendwas. Aber hier muss ja bestimmt irgendwo ein Typ sein, der tatsächlich irgendwie... Also das ist ein Händler, der ist schon mal gut. Ich würde mal sagen, hier unten setzen wir mal einen Marker hin. Der wird uns ja oben auch auf der Karte angezeigt. Das würde ich noch gerne mit euch probieren. Und dass wir jetzt nach Uschitze reiten und erstmal unsere Trophäen abgeben. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch jemanden finden, bei dem wir das ganze Zeug auch verkaufen können. Waffen, irgendwie ein Waffenschmied vielleicht. Das wäre zumindest mir sehr recht, wenn das so wäre. Der scheint wohl da irgendwo auf der anderen Seite oben zu liegen. Da scheint irgendjemand noch seine Werkstatt zu haben. Könnte auch ein Gerber sein vielleicht. Liegen ja auch ein bisschen außerhalb, weil es stinkt wie Sau. Wir probieren es einfach mal, unser Glück. Irgendwas ist da oben auf jeden Fall. Und das möchte ich doch mal gerne mir angucken. Wie gesagt, wenn es ein Schmied wäre oder irgendwas Vergleichbares, wäre ich dankend. Das ist ein... Gerber, ne? Metzger. Gucken wir schnell, ob wir da jemanden erwischen. Ein Fleischer, ja, okay. Mit dem können wir jetzt gerade im Augenblick nichts anfangen. Die sind nix. Die haben einfach Bauernhäuser. Okay, dann Marker setzen. Und zwar wollen wir jetzt quasi... Das hinten wird auch nichts in die Richtung sein... Dann lass uns mal jetzt zum Händler gehen. Dass wir werden mal irgendwo... Nein, ich will keine Schnellreise setzen. Lass uns einfach umdrehen. Wir gehen zum Händler, versuchen da das Kumanenzeug wegzubekommen. Uah! Pebbles! Ruhig!
lagen da gerade mega viele Äpfel am Boden? Habe ich das richtig gesehen? So, hier irgendwo war der ja. Der Händler. Ich glaube hier. Ja, das schaut auch eher aus wie ein Händler. Gucken wir mal bei dem vorbei. Vielleicht macht er uns ja einen guten Deal. Viel Gesundheit. Ebenso. Ne? Also, ist mir Freude. Absolut. Ich würde nur gerne bei dir was verkaufen. Du hast nicht mehr viel, ich weiß. Also, in den Warenkorb. Die Steppjacke kann auch weg. Auch wenn es mir tot leid tut, dass ich die wegtun muss. Die lassen wir mal. Den Säbel kriegen wir auch relativ gut los. Die zweite Haube kommt weg. Der kommanischen Dinger kommen weg. Die kommen beide weg. Der Kafkan. Jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. So, das kommt auch weg. Die losen Beinlinge können auch weg. Google kann weg. Okay. So wäre ich jetzt erstmal unterwegs. Was kann ich bei dir kaufen? Rüstung. Eine neue Steppjacke auf jeden Fall. Geteerte Jacke wäre auch interessant. Gerade für die Steppjacke für innerorts und die gewöhnliche geteerte für außerhalb. Du hast hochwertige, gewöhnliche Pfeile. Würde ich gerne Langstreckenpfeile. Gewöhnliche Pfeile würde ich bei dir mal gerne so 10 Stück kaufen. Und die Langstreckenpfeile interessieren mich eigentlich alle. Spitzpfeile jetzt nicht zwingend. Eine Forelle, Gegenmittel. Heilt Vergiftungen. Das ist nicht verkehrt, da mal eins dabei zu haben. Heilt binnen Minuten leichte Wunden. Da kaufen wir uns auch mal einen auf, einen von davon. Einfach zum Sichersein, ne? Nochmal einen billigen Wein mit eingepackt. Ich meine, viel handeln können wir jetzt bei dem eh nicht, ne? Der ist ziemlich blank. Stärken des Herkules. Das geht als sonstiges, ne? Oh ja, die Sets. Schaufeln brauchen wir wirklich nicht. Augentrost, Distel. Nee. Jetzt pass auf, wir würden relativ wenig bekommen. Wir prüfen mal den Warenkorb und wir wollen gerne feilschen. Reden wir über den Preis. Ist gut. Komm, ich habe jetzt hier wirklich, bin dir auch echt mega entgegengekommen. Probieren wir es mal mit 180. Erhalte 180. Ja, guck mal. Was sagst du dazu? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Na gut, na gut, na gut. 110, das kannst du aber... Na, 160. Na schön. Und jetzt? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Können wir da mal gucken? Ah, der ist schon fast grantig. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ja, das ist cool. So, jetzt gucken wir mal schnell. Wir haben aktuell Los Geldos. Gucken wir mal schnell. Haben wir das bei Sonstiges drin? Groschen. 2,55. Das ist nicht schlecht. Mist, unsere Waffe ist kaputt. Und das ist alles durch, oder was? Oh. Wir können nichts damit machen, weil alles schon so im Eimer ist. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so mega ärgerlich. Hast du irgendwas? Nee. Ah, da hinten ist ein Trog, da will ich hin. Müssen wir mal kurz waschen. Meine Lieben, wie es weitergeht, das erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge. Wir sind relativ... Naja, ausgerüstet. Also es geht natürlich auf jeden Fall besser. Wir ziehen uns mal ganz kurz um. So, jetzt schauen wir auf jeden Fall mal ein bisschen besser aus, auch vom Charisma her. Die kumanischen Sporen, die wir hier bekommen haben, gewöhnliche Reitsporen, sind die nicht für unser Pferd interessant? Lass mal gucken. Warte mal ganz kurz. Gewöhnlichen Reitsporen, das würde ich mal ganz gerne noch... Achso, wer... Verdammt. Wir haben ja noch ein ganz volles Pferd.
Und der Händler kann uns hier nichts mehr anbieten. Habe ich noch irgendjemand hier? Händler? Krämer? Unterkunft? Der Bäcker? Wir haben hier leider keinen weiteren Betrieb. Den Metz, den Fleischer, aber bei dem vielleicht hier unten doch tatsächlich noch. Dass hier irgendjemand ist, mit dem wir handeln können. Wir setzen mal den Marker darunter. Den werden wir vielleicht in der nächsten Folge aufsuchen. Vielleicht auch noch in... Vielleicht schaffen wir es noch in der Folge. Wir müssen unser Pebbles... unser einzig wahres Pebbles... müssen wir ein bisschen verbessern. Also, was heißt verbessern? Das stimmt nicht. Pebbles ist hervorragend. Aber unser Ziel wird es sein, dass wir mit Pebbles wieder ein bisschen Kapazitäten bringen. Ich fürchte nämlich, dadurch, dass Pebbles einfach vollkommen überladen ist, dass wir dadurch auch Probleme bekommen. Welcher Form auch immer, das weiß man jetzt noch nicht, aber dass es irgendwann mal zu Schwierigkeiten führen könnte. So, und hier muss irgendwo noch was sein. Irgendwo hier links. Ne, da kommen wir nicht rein. Was ist denn das hier? Hier stehen Pferde. Entschuldigung, ich interessiere mich für diese Blume. Jetzt kommen Pferde. Was ist hier für ein Laden? Pferdehändler. Stallmeister. Gott sei mit dir. Hi. Gibt es hier Arbeit? Genug für ein Dutzend, Mann. Du könntest den Platz dieses nutzlosen Stallburschen Waschek einnehmen. Das wäre ein Anfang. Was ist passiert? Hat er etwas falsch gemacht? Er hat unseren Krapfen verloren. Verloren? Was? In seinem Bauch? Nein, nein, Krapfen ist unser schnellster Hengst. Ein hübscher Gescheckter. Oh. Wie ist er, Willibald, denn abhanden gekommen? Er wurde abgeworfen, hat sich eine Beule geholt und das Pferd ist durchgegangen. Glaubt man's? Ein Stallbursche, der vom Pferd fällt, lächerlich. Und Krapfen im Galopp davon. Stallbursche will ich nicht werden, aber das Pferd kann ich suchen. Das wäre sehr freundlich. Wenn du etwas wissen willst, frag den Narren. Ich war zu wütend, um mit ihm darüber zu sprechen. Das verstehe ich. Also gut. Ich würde aber trotzdem gerne... Ich möchte ein Pferd kaufen. Ich will wissen, was und? Die kosten. Hast du unsere Pferde gesehen? Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Allerdings. Gefällt dir eines besonders gut? Katakam. Ach, den werde ich vermissen. Ein treuer Hengst. Gehorcht einem blind. $2000? Vielleicht ein anderes? Ich muss darüber nachdenken. Möge Gott über- ah, wunderschön. Goldene Reitspuren. True Story. Nix gibt's. So, was können wir, dir noch ein bisschen was verkaufen? Die Brauerei haben wir noch. Gegenmittel, das ist klar. Die brauchen wir auch noch. Gewöhnliche Reitsporen haben wir auch noch. Kumanische Sporen, die will ich gar nicht anziehen, weil, ne, gibt's ja auch mit Sicherheit Ärger. Jetzt pass auf, wenn wir mit dem können wir handeln, dann lass uns mal vom Pferd noch ein paar Sachen holen. Verchecken wir mal die ganzen Sachen, die jetzt aktuell in, im Pferd liegen. Ich würde das zwar gerne, die ganzen Hundeleder und so Zeugs, das würde ich gerne im anderweitig loswerden. Pferdemann Pferdeleder verkaufen. Super Idee, Zwerg, super Idee. Der bringt uns um. Oh, ich kann ihn nicht hinterher, ich bin voll überladen. Bleib stehen, Junge, bleib, mach keinen Scheiß. Gott behüte dich. Wie viel hast du? 2,55. Na, dann probieren wir es doch mal. Also die Beinlinge, Hundhaube, die sind durch, die Beckenhaube, die passt, die Getärdejacke ist frisch, so, machen wir das mal alles raus,
Jagdhandschuhe lasse ich. Haben wir auch an. So, wie viel kriegen wir? 130. Lederwams lassen wir auch mal ganz kurz. Steinpilz, den Gambeson. Und das Wildschweinleder auch nochmal. Dann sollten wir jetzt relativ gut beisammen sein. Gut. Wir lassen Reden uns mal. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. Na klar, du kennst es ja als Pferdemann. Ich würde gern 300 dafür sehen. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Hm. Ja, das sollte passen. Gut. 92 reicher. Jetzt so langsam kriegen wir auch mal richtig Kohle, meine Lieben. Das ist nämlich wichtig. Wir haben über 500 Groschen. Ein Pferd können wir uns nicht kaufen, aber wir sind nah dran. Und wir sind auch im Übrigen, ich weiß gar nicht, wir haben ja auch ein bisschen Schwertkampf und vor allen Dingen Bogenschießen haben wir mal wieder ein bisschen geübt. Das ist sehr gut. Ich würde auch gerne mal wieder Bogenschießen als Wettbewerb, einfach weil ich das gerne mal üben würde, weil ne, das kann man auch immer ganz gut brauchen. Aber das machen wir nicht mehr heute, meine Lieben, sondern in der nächsten Folge. Dann werden wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Die ist schon wieder sehr, sehr lang geworden. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.